Montag, Vlog 11, hallo? Ja, Video geht gleich los. Ja, natürlich werde ich im Video darauf hinweisen, dass man das Video liken soll und den Kanal abonnieren. Ja, natürlich werde ich auch drohen, dass wenn man das nicht macht, ich sämtliche Toilettenpapiervorräte aufkaufen werde. Ja, natürlich. War doch so abgesprochen. Ja, jetzt geht's gleich los. Ja. Tschüss. Bevor es wirklich losgeht, nochmal ein kleiner Hinweis. In Berlin, ich weiß nicht, ob das auch in den anderen Bundesländern ist, muss man jetzt, wenn man rausgeht, also wenn man rausgehen sollte, warum auch immer, muss man jetzt seinen Ausweis mit dabei haben, beziehungsweise eine aktuelle Meldescheinbestätigung. Also wenn ihr das nicht habt, dann bleibt lieber zu Hause. Jetzt geht's los mit dem Video. Hallo. Ich habe heute eine Meldung gelesen, dass das Internet gerade so überansprucht wird, dass Netflix, YouTube und Facebook die Qualität ein bisschen runterschrauben, weil sonst wären sie viel zu überlastet und es wird irgendwie überhaupt nicht mehr funktionieren. Und dann ist mir ein Video eingefallen, was ich heute machen könnte, weil als ich so alt war wie ihr jetzt, ja, da gab es noch kein Internet, da gab es noch keinen Computer, ja, keine Smartphones, da gab es sowas nicht. Wir hatten ja nichts damals. Jedenfalls, wie kam ich da jetzt drauf? Ach ja, Internet und so weiter und so weiter. Heute kann man ja überall ins Internet gehen, mit dem Smartphone, mit dem Tablet, mit dem Handy. Smartphone, Handy ist das gleiche. Ja, jedenfalls. Ja, und weil heute alles so dermaßen digital ist, wollte ich euch heute mal zeigen, mit was ich aufgewachsen bin. Also ich damals, so richtig analog, da gab es noch nichts Digitales. Und zwar, war das so etwas, ein Wählscheibentelefon. Und mir ist vor einiger Zeit mein Festnetztelefon kaputt gegangen und ich habe ein neues gebraucht. Und da habe ich mich gefragt, was ich denn da jetzt für eins kaufen soll. Und ich habe mir dann überlegt, wie oft benutze ich denn so ein Festnetztelefon eigentlich? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich es eigentlich kaum benutze. Also ich brauche sowas eigentlich kaum noch, weil eigentlich nutze ich nur noch mein Smartphone oder gehe mit dem Rechner ins Internet oder so. Also das ist total easy. Und dann habe ich aber dieses Angebot für dieses analoge Wählscheibentelefon gefunden. Es funktioniert auch noch tatsächlich. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was kann man denn damit machen? Telefonieren kann man damit. Und was kann man damit noch machen? Telefonieren kann man damit. Und den einzigen Luxus, den dieses Telefon bietet, ist, man kann auf der Rückseite, hier, kann man es stumm schalten, wenn man seine Ruhe haben möchte. Es gibt nur einen einzigen Klingelton, den habt ihr vorhin gehört, den kann ich jetzt auch noch mal reinschneiden. Es gibt nur diesen Klingelton und genau, es gibt kein Display. Also ihr könnt weder sehen, wer euch gerade anruft. Ihr müsst also einfach mal rangehen, um rauszufinden, wer euch da anruft. Oder ihr geht einfach nicht ran. Das andere Ding ist, es hat kein Display. Das heißt, ihr seht nicht, ob die Nummer, die ihr wählt, ob die gerade richtig ist. Und das Wählen ist so ein Ding. Passt auf. Ihr habt ja hier so eine Wählscheibe, ja? Hier, so. Und wenn ihr jetzt eine lange Nummer habt, beziehungsweise, und das Wählen geht so. Also zum Beispiel, ihr wählt jetzt die Vorwahl von Berlin, die ist 030. Dann geht ihr mit in das Loch der 0 und dreht, soweit ihr könnt. Dann lasst ihr es wieder zurückdrehen.
dann nehmt die 3, dreht so weit ihr könnt, lasst es wieder zurückdrehen und dann wieder die 0. Und dann wieder die 0. So, und das natürlich mit der Rest der Nummern auch. Mein Problem ist mittlerweile, dass wenn ich eine lange Nummer zu wählen habe, ich irgendwann zwischendurch vergesse, bei welcher Nummer ich schon war. Ja. Wo ich bei Luxus war, mir ist noch was eingefallen. Das Telefon hat nicht nur den Luxus, dass ich es stumm schalten kann. Nein, und das gab es früher nämlich noch nicht. Dieses Telefon hat den Luxus einer Wahlwiederholung. Da kann man hier einfach dieses R nutzen, ja, einmal und dann wählt es die gleiche Nummer von vorhin nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob es damals das schon gab oder ob mir das heute erst erzählt wurde, aber ich habe damals mir die Finger wund gewählt. So, das war das Video für heute. Wascht euch die Hände und denkt dran, es kommt immer anders, wenn man denkt.